Die besten Anfängerautos für unter 2500 Euro. Es wurde sich gewünscht und hier ist es: Anfängerautos bis 2500 Euro. Vorab möchte ich kurz ein paar Kleinigkeiten erwähnen. Zuerst hätte ich Bock, POV-Drives mit verschiedensten Fahrzeugen zu machen, wie beispielsweise in diesem Video, was ich vor geraumer Zeit hochgeladen habe. Hättet ihr Bock, auch solch einen Content hier auf diesem Kanal zu sehen? Dann würde ich mich nämlich an die Arbeit machen, um ein paar Autos zu organisieren. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Zum anderen möchte ich erwähnen, dass ich mich sehr über eure ganzen Videovorschläge freue und dass die Videos dazu nach und nach alle online gehen werden. Solltet ihr auch heute wieder Videovorschläge haben, dann schreibt diese gerne in die Kommentare. Los geht's mit dem Video. Der Citroën C1 der ersten Generation wurde von 2005 bis 2014 gebaut. Vorab ein paar Kleinigkeiten zum Auto selbst. Der Citroën C1 ist sehr nah mit dem damaligen Toyota Aygo und dem Peugeot 107 verwandt und war damals das günstigste der drei Autos. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr schaut, dass dieses Auto mit Servolenkung angeboten wird, denn nicht alle C1 der ersten Generation haben eine Servolenkung, da dies ein kostenpflichtiges Extra war. In unserem Fall haben wir den C1 mit dem 1 Liter großen Dreizylinder. Dieser leistet 68 PS und 93 Newtonmeter Drehmoment. Dieser Kleinwagen beschleunigt euch in 13,7 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Vmax von 157 km/h. Neu ist, dass ich euch nun zu jedem Auto noch einen Verbrauch nach NEFC mit angebe. Dieser liegt hier bei entspannten 4,6 Liter auf 100 Kilometer. Der BMW E46 325i ist mit seinem M54B25, einem 2,5 Liter Reihen-6-Zylinder Saugmotor, bereits mein persönliches Highlight in dieser Liste, wenn jemand ein günstiges Auto sucht, das euch den Slogan Freude am Fahren direkt vermitteln kann. Von Vorteil ist es, wenn man die Möglichkeit hat, viele Reparaturen selbst durchzuführen, um die Unterhaltungskosten möglichst gering zu halten. Denn ein Auto zu kaufen ist das eine, eins zu unterhalten ist das andere. Die wohl bekanntesten Probleme dieses Autos sind kaputte Querlenker oder Pleuelagerschalen. Gerade auf die Querlenke solltet ihr beim Kauf achten. Bei ordnungsgemäßer Pflege ist dieses Auto mit diesem Motor nahezu unzerstörbar und ein wahrer Dauerläufer. Wie bereits erwähnt, haben wir einen 2,5 Liter großen Reihen-6-Zylinder Sauger mit 192 PS und 245 Newtonmeter Drehmoment. In 7,2 Sekunden geht es von 0 auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Der Verbrauch nach NEFC liegt bei etwa 9,1 Liter auf 100 Kilometer. Nachdem wir im letzten Video bereits auf den Ford Fiesta der 4. bzw. der 5. Generation eingegangen sind, machen wir heute einen Sprung und schauen uns den Ford Fiesta der 7. Generation etwas genauer an. Gebaut wurde dieses Auto von 2008 bis 2017. Wir schauen uns hier genauer den Fiesta mit dem 1,25 Liter großen Vierzylinder an. Dieser ist einmal mit 60 und einmal mit 82 PS verfügbar. Wir gehen hier aber genauer auf den Motor mit 60 PS ein, da dieser in dieser Preisklasse häufiger vertreten ist. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um einen 1,25 Liter großen Reihen-Vierzylinder, der 60 PS und 109 Newtonmeter Drehmoment besitzt. Dieses Auto beschleunigt euch in 16,9 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 152 km/h. Der Verbrauch pendelt sich hierbei bei etwa 5,2 Liter auf 100 Kilometer ein. Da wir in ein paar anderen Videos bereits häufiger den Opel Corsa als Auto in der Liste hatten, nehmen wir nun sein etwas größeres Gegenstück dazu, der Opel Astra H. Die dritte Generation des Astras wurde von 2000 bis 2010 gebaut. Wer ein wenig Wert auf eine sportlichere Optik legt, der kann sich auch nach dem Astra als GTC Edition umschauen. Diese haben einen sportlicheren Look und kosten quasi genauso viel. In unserem Falle haben wir den Astra mit dem 1,6 Liter großen Reihen-Vierzylinder. Dieser leistet in dieser Ausführung 105 PS und 150 Newtonmeter Drehmoment. In akzeptablen 12,3 Sekunden beschleunigt euch dieses Auto von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h. Dieses Auto eignet sich unter anderem auch noch sehr gut für Reparaturen, die man selber durchführen möchte. Der Durchschnittsverbrauch liegt hier bei um die 6,6 Liter auf 100 Kilometer. Welches Auto von dieser Liste würdet ihr euch persönlich holen? Schreibt dies gerne in die Kommentare. Solltet ihr noch Videowünsche haben, dann schreibt dies ebenfalls mit in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos solcher Art verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst auf keinen Fall eure Meinung bezüglich anderer Videos mit abzugeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!